Ein letztes Mal wird das Lied für den St. Martins-Umzug heute Abend geübt. Die Kleinen im Kindergarten Storchennest in Fürth freuen sich schon seit Tagen auf den Umzug. Dass der diesmal nicht durch die Stadt führt, weil dort eine Pegida-Demo stattfindet, sorgt für Unmut unter den Erziehern. Wir können auch nicht das Zeichen setzen, das wir gerne gesetzt hätten, nämlich ein Lichtermeer durch die Altstadt von Fürth zu bringen und auch die Lichterzeit mit einzuläuten, nämlich und auch die Nächstenliebe, die Martin uns vorgelebt hat, den Menschen vorzuleben, dass sie erinnert werden an diesen Martinstag, das fällt jetzt natürlich total weg. Dass eine Pegida-Demo einem Laternenumzug von Hunderten von Kindergartenkindern vorgezogen wird, können weder Kindergärtner noch Eltern verstehen. Vor allem, weil der Laternenumzug bereits im Sommer angemeldet wurde, die Pegida-Demo erst vor wenigen Tagen. Beim zuständigen Ordnungsamt in Fürth zeigt man sich kleinlaut. Also wir haben bei der Festlegung der Alternativroute gemeinsam mit dem Veranstalter und der Polizei schlichtweg zu dem Zeitpunkt nicht bedacht, dass am 11.11. abends in der Innenstadt von Fürth mehrere Laternenumzüge stattfinden. Das kann ich seitens der Stadt nur einräumen und auch sehr bedauern. Gleichwohl wäre die Alternative auch zum damaligen Zeitpunkt nicht gewesen, die Versammlung zu verbieten. Statt durchs Zentrum von Fürth werden die Kinder nun einfach ein paar Mal um die Kirche St. Michael herummarschieren. Allein schon, um die Sicherheit der Kleinen zu gewährleisten. Viele Eltern haben trotzdem Angst. Die Pegida-Demo ist nur wenige hundert Meter entfernt. Naja, vor Ausschreitungen hat sicherlich jeder Angst, ne? Aber wenn so etwas so kurzfristig angesagt wird und man muss selber sehr, sehr kurzfristig denn auch zusehen, dass man das anders irgendwie strickt, finde ich es nicht schön, dass man denn so weichen muss, dass man das Ganze abbläst. Auch wenn es diesmal nur ein kurzer St. Martins-Umzug wird, die Kleinen aus dem Kindergarten Storchennest lassen sich den Spaß an diesem Abend nicht verderben.